Hückelhofen, Türkei. Die Nervosität steigt bei Sarafina Wolny. In wenigen Tagen wird die 28-Jährige ihr drittes Baby zur Welt bringen. Wie das neue Mitglied des TV-Clans heißen soll, steht bereits fest. Bei Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie jagt eine Geburt die nächste. Nachdem zuletzt Loredana, 19, und Lavinia, 23, erfolgreich entbunden haben, ist nun wieder ihre große Schwester an der Reihe. Stichtag ist der 5. August. Weil Sarafina ihr Kind aber nicht auf natürlichem Wege zur Welt bringen kann, wird es, ebenso wie die Zwillinge Kasai und Emory, per Kaiserschnitt geholt. Und dieser ist bereits für Ende Juli geplant, sofern es nicht vorher zu Komplikationen kommt. In der Endphase ihrer zweiten Schwangerschaft nahm sich die TV-Bekanntheit, die Wolnys, auf Instagram nun noch einmal die Zeit, um einige neugierige Fragen ihrer rund 606.000 Follower zu beantworten. Unter anderem wollte ein Nutzer von der 28-Jährigen wissen: Habt ihr schon einen Namen für das Baby? Sarafina hatte darauf eine eindeutige Antwort parat: Ja, wir haben einen Jungen- und einen Mädchennamen. Mehr wollte die Tochter von Silvia Wolny, 58, nicht verraten. Die Fans müssen sich also noch ein paar Tage gedulden, bis sie den, vermutlich wieder sehr ausgefallenen, Rufnamen des neuesten Wolny-Sprosses erfahren werden. TV-Stars wollen sich vom Geschlecht ihres Babys überraschen lassen. Die Entscheidung für die Namen ihrer Zwillinge hatte Sarafina bereits in einer früheren Fragerunde schon einmal erklärt. Kasai sei von der TV-Serie Chicago Fire inspiriert worden, in welcher eine der Hauptfiguren Matthew Kasai heißt. Die Idee zu dem Namen Emory hätte Mama Silvia geliefert, den hat sie in Thailand gehört in der Zeit ihrer Quarantäne, bevor es losging mit Kampf der Reality-Stars. So landete er auf der Ideenliste und später dann auch in der Geburtsurkunde. Im Rahmen der jüngsten Fragerunde wollte ein User auch noch wissen, warum sich Sarafina und ihr Ehemann Peter, 30, erneut vom Geschlecht ihres Kindes überraschen lassen wollen. Weil es nochmal ein Highlight ist bei der Geburt, so die Begründung der baldigen Dreifachmama. Seitdem ihre Söhne auf der Welt sind, ist das Traumpaar voll im Leben angekommen. Jahrelang hatten die beiden vergeblich versucht, schwanger zu werden. Erst eine künstliche Befruchtung brachte den Erfolg. Im Dezember 2022 klappte es dann auf ganz natürlichem Wege.